Ich bin ganz nah dran, einen Goliath zu orten. Es gibt aber ein Problem. Sunderland, mein Vorgesetzter, interessiert sich in letzter Zeit sehr für meine Aktivitäten. Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen mal wieder eine Runde Homefront Revolution. Und hier, das haben wir ja letztes Mal alles schon gehört. Warten wir mal ab, was jetzt für eine neue Mission kommt, ne? Was macht er hier unten drunter? Man weiß es nicht. Okay. Die Mission ist erstmal abgeschlossen. Füllen wir hier kurz mal auf, was wir so auffüllen müssen. Ich habe Neuigkeiten. Hi Crawford, was geht? Aber es gibt eine Komplikation. Ich sende dir meine Koordinaten. Komm so bald wie möglich zu mir. Okay, dann gehen wir mal zu Crawford, ne, würde ich sagen, Freunde. Der wohnt ja gar nicht weit weg momentan. Ich halte dich auf dem Laufenden. Zack! Crawfords Apartment ist ja direkt hier hinter die Ecke. Er mordet den KVA. Ist doch schwer da reinzukommen, ne? Schnell rein, bevor mich jemand sieht. Unten nach oben müssen wir. Noch einen, hör. Hi. Ich glaube, ich bin ganz nah dran, einen Goliath zu orten. Es gibt aber ein Problem. Sunderland, mein Vorgesetzter, interessiert sich in letzter Zeit sehr für meine Aktivitäten. Ich habe etwas nachgeforscht. Er nicht so nice, ne? Er sammelt seit einiger Zeit Informationen über mich. Angeblich hat er vor, alles der KVA zu berichten. Wir müssen zuerst handeln. Wenn er mich ausliefert, ehe ich die Informationen über den Goliath habe, werden wir Walker nie zurückholen können. Ich sehe nur eine Möglichkeit. Wir müssen ihn eliminieren und die Beweise vernichten. Sunderland beaufsichtigt den Innenhof, während er im Dienst ist. Wir müssen ihn unbemerkt ausschalten, sonst könnte das alles noch auf uns zurückzuführen sein. Wir wollen ja nicht, dass die KVA-Offiziere wegen des Todes eines Collaborators anfangen herumzuschnüffeln. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Er befindet sich definitiv in seinem Apartment. So wie ich ihn kenne, wird er alles weggesperrt haben. Ich habe mir den Ort vorhin angesehen. Du solltest dir leicht Zugang verschaffen können. Ich schicke dir die Daten auf mein Handy. Sobald Sunderland von der Bildfläche verschwunden ist, kann ich meine Ermittlung fortsetzen. Bald habe ich alles Nötige. Viel Glück, Brady. Hey! Dann würde ich sagen, basteln wir uns schon mal so einen Hack. Den werden wir definitiv brauchen, vermute ich einfach. Aber dadurch, dass wir es jetzt gebastelt haben, sind wir natürlich in der Öffentlichkeit irgendwie gesehen worden schon. Das ist nicht so nice. Rette den Burger. Tolle Arbeit, Brady. Das wird den Leuten zeigen, dass wir die KVA besiegen können. Ich muss mich hier irgendwo mal kurz verstecken. Danke, dass Sie sie sind. Ihre Entscheidung für eine bessere Zukunft. Hier hinten ist eine Tonne. Da kurz rein. Und wieder raus, damit ich keine Waffe mehr in der Hand habe. Crawford soll Hilfe benötigen. Er ist es wert, beschützt zu werden. Du darfst ihn aber nicht. Und bla bla bla. Die haben mich nicht gesehen. Er mordet den KVA-Offizier, habe ich hier. Der fährt aber in so einem Ding. Wie soll ich den ermorden? Du bist nicht mehr weit von Sunderlands Apartment entfernt. Du solltest ich weiß. In die Feuerleiter reinkommen. Versuch aber keine Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Okay, Feuerleiter. Das hier ist zwar nicht die Feuerleiter, aber okay. Das hier ist die Feuerleiter. Warum geht die nicht komplett nach unten? Egal. Material wird versteckt und weggesperrt sein. Du musst es finden und vernichten. Wahrscheinlich in diesem Tresor. Diese Beweise hätten gereicht, mich und den gesamten Widerstand auszulöschen. Das war sehr schwer, Freunde. Dass er mich schon so lange beobachtet. Gut, dass wir rechtzeitig gehandelt haben. Brady, Sunderland beaufsichtigt den Innenhof, während er im Dienst ist. Es ist ein willenloser Versuch der Gemeinschaftsbindung, wenn man die Leute dazu zwingt, unter der Aufsicht von bewaffneten Wachen Getreide anzubauen. Zweifellos ein lächerlicher Versuch der KVA, uns persönliche Verantwortung für unsere Zukunft beizubringen.
eine stetige Zunahme an Bodenertrag. So, wo ist denn der Innenhof? Da hinten. Zack, das knipsen wir mal kurz aus, ne? 30% sind wir da schon. Okay, hier ist der Innenhof. Sehe ich schon. Kommen wir hier rein? Nein. Oh, die haben netterweise das Tor aufgelassen. Hör zu, Brady. Du musst Sunderland identifizieren, damit du auch den richtigen Mann erwischst. Es dürfen uns keine Fehler unterlaufen. Mit der Kamera, ja, wie können wir den identifizieren? Kann ich jetzt bestätigen. Vergiss nicht, Brady. Du kannst nicht einfach jeden Collaborator töten. Wir müssen den richtigen erwischen. Wenn du das vermasselst, sind wir beide dran. Schocksoldat. Machen wir auch mal ein Foto, ne? Da hinten steht noch einer. Ach, den kann man gerade nicht ranzoomen. Soldat. Wo könnte Sunderland sein? Ich werde entdeckt. Mission gescheitert. Das war der 100 Pro. Ich könnte es wetten, Freunde. Ich könnte es echt wetten. Hör zu, Brady. Du musst Sunderland wieder. Ups. Damit du auch den richtigen Mann erwischst. Kann ich die Kamera irgendwie ausschalten? Mit der Kamera deines Handys kann ich es bestätigen. Vergiss nicht, Brady. Du kannst nicht einfach jeden Collaborator töten. Wir müssen den richtigen erwischen. Wenn du das vermasselst, sind wir beide dran. Könnte ich den jetzt mal rankriegen hier? Das ist ja nicht Brady, such weiter. Kein Signal. Das ist ja 100 Pro nicht, das ist eine Frau. Da wäre ich fast wieder entdeckt worden. Irgendwie ist der Sound gerade auch komisch. Muss ich gestehen. Da ist eine Kamera. Ich will jetzt nicht die ganzen Nachrichten kriegen. Kamera hätte mich fast erwischt. Hier kann die Kamera mich nicht erwischen. Das ist auch nicht Sunderland. Könnte ich mal kurz hier einen normalen Sound kriegen? Jawohl. Das könnte er sein. Will ich mal um, Kollege? Ah, das ist er. Seinen Tod auf keinen Fall mit uns in Verbindung bringen. Kriminalitätsrate niedrig. Okay. Was? Was? Niemand. Keinen Bock auf so einen Scheiß. Okay, komplett hinten rum wieder, Freunde. Die Hoffnung nicht gesehen zu werden. Oh, das war knapp. Niedriger dürfen nicht vergessen, dem Teamanführer zu jeder Stunde Bericht zu erstatten. Hier läuft jemand hoch. Da ist eine Kamera. Und... wir haben's. Kehre zu Crawford zurück. Das ist bedauernswert. Doch ich bin
waren für den Erfolg des Widerstands unverzichtbar. Du hast getan, was du tun musstest, Brady. Nachdem unser kleines Problemchen jetzt aus der Welt ist, können wir uns wieder auf den Goliath konzentrieren. Ich muss wieder zu dem Komm in meine nach Hause. Dann besprechen wir alles Weitere. Dann gehen wir da doch mal kurz vorbei, ne? So, Gefangener befreit, würde ich sagen. Weißt du schon von seinem Glück? Ey. Zack. 34% sind wir. Jetzt gehen wir zudem ins Apartment wieder, ne? Ganz gediegen, Freunde. Einfach komplett über die Straße und dann haben wir die Mission auch fast schon wieder erledigt, denke ich. Ah ja, ja, das war wieder einfacher als gedacht, aber schwerer als angenommen. Keine Ahnung, was ich da sagen will. Jemand kommt. Jemand kommt. Bin froh, dass du kommen konntest. Crawford hier hat ein paar Infos für uns. Nicht wahr, Kumpel? Ja, tu ich. Wir wissen alle, dass es nicht schwer ist, einen Goliath zu finden. Aber wenn er dann noch deaktiviert und leicht zu stehlen sein... Warum läuft er die ganze Zeit? Ich drück gar kein W. Ich habe es bei Reparatur und Lagerhallen versucht, doch diese Informationen sind stark eingeschränkt. Aber dann wurde ich in die Logistikabteilung versetzt. Kümmern wir uns hauptsächlich um Lieferungen von Material und... Jetzt hat er auch aufgehört zu laufen. Okay. Das schließt natürlich auch Lieferungen des Militärs ein. Hey, du bist jetzt ein Postbote. Sehr unterhaltsam. Komm schon, war doch nur ein Scherz. Sprich weiter. Ich habe eine Lieferung mit Goliaths lokalisiert. Hey, nicht übel. Gar nicht mal so übel. In ein paar Tagen wird ein ganzer Konvoi bei der alten Marinewerft ankommen. Schön verpackt und frisch aus der Fabrik. Wir müssen einen Weg in die Werft finden. Es wartet schon darauf, gestohlen zu werden. Dann wirst du wohl wieder meine Unterstützung brauchen. Die Polizeistation hat alle Arbeiterpläne und mit etwas Hilfe kann ich die Aufzeichnungen der Werft einsehen und zwei Ausweiskopien machen. Brady und du könnten sich als Arbeiter ausgeben und einfach reinspazieren. Cool. Gute Arbeit, Crawford, das meine ich ernst. Brady, du gehst zur Polizeistation und ich sehe mir die Werft mal genauer an. Wir werden da unbewaffnet reingehen, also will ich genau wissen, worauf wir uns einstellen müssen. Viel Glück. Okay, ich soll also zur Polizeistation. Das ist wohl meine Aufgabe jetzt. Ich guck mal, wie weit die weg ist, Freunde. Auch wenn wir die Pläne Zack. Schnell geordnet haben, wird es nicht einfach sein, an sie ranzukommen. Die Polizeistation ist der am stärksten bewachte Ort in der Zone. Nicht mal, wenn sie von Collaborators umgeben ist, geht die KV... Soll ich das schon wieder auf 100% erhöhen? Okay. Wir brauchen die Unterstützung der Zivilbevölkerung, wenn wir dort reinkommen wollen. Aktuelle Kriminalitätsrate niedrig. Und zack. Da sind wir schon wieder auf 36. Morde den... Wo ist denn der KVA-Offizier? Hier geht's wahrscheinlich nicht in Sicherheit. Wow, hier ist eine Kamera. Und zack, versteckt. Huiuiui. So. Warum kann man hier rein? Was ist hier? Oh, come on. Dum-dum-dum. Da wurde ich wohl erwischt, wie ich die Tür aufgemacht habe. Und da hinten kommen auch schon Leute.
Transittor zwischen den Zonen. Bürger, die zu anderen Zonen reisen möchten, müssen bei Befragung gültige Reisedaten vorweisen. Bitte bleiben Sie. Ich werde gesehen, ich werde gesehen, ich werde gesehen. Wo ist denn hier noch so ein Versteckding? Scheiße, gehörst du zum Widerstand? Wusste doch, dass hier etwas nicht stimmt. Bettler, komm, geben wir dem mal ein bisschen Cash. 40%. Bleiben Sie ruhig. Offiziere sind unterwegs. Gibt niemand seinen verdammten Müll auf. Na, ich muss einen weiter, ne? Zack, einmal rüberhüpfen. Noch ein weiter? Ach ja, hier geht's rein. Oder? Nee, gar nicht. Egal. Rette die Bürger, hab ich hier. Okay, hab ich gemacht. Und verlassen. War ja nicht entdeckt, ne? Alles gut. Okay, jetzt wurde ich entdeckt. Aber egal, gibt 3% obendrauf. Befreiung habe ich dann noch 12 von 12. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht, Freunde. Und raus hier. Sabotiere den Propagandatruck. Ich habe nichts mehr zum Basteln gerade, deswegen muss ich mir da erst was Neues basteln. Kann man hier irgendwo was klauen? Nein, geht nicht. Schade. Hätte gerne mir die Sachen schnell zusammengeklaut. Soll ich dem jetzt hinterherlaufen oder was? So wird man dich irgendwann mit durchgeschnittener Kehle finden. Bei jedem anderen würde eine vage Drohung ausreichen. Wartungsarbeiter dürfen sich nicht in Sektoren der Kategorie A in Regierungsgebäuden aufheimen. Wohin läuft der? Oh, tut mir leid. Tja, wettet er jetzt nicht mehr, oder was? Ich guck mal auf die Map. Hier wird irgendein Böser angezeigt. Bumm. Okay, ach ne, V wollte ich gucken. Karte gibt's hier doch irgendwo. Hier ist die Karte. Ist hier irgendwas, wo man denkt, das kann man erobern? Das hier. Wegpunkt setzen, ne? Habe ich jetzt einen Wegpunkt ein? Das ist voll weit weg, oder? Das sieht jedenfalls voll weit weg aus. Aber wir laufen da mal hin. Die Tech-Teams des Goliaths haben diesen Monat die Zielerfassungseffizienz um 7% bei allen Goliath-Modellen erhöht. Auf unsere Anti-Terror-Verteidigungssysteme ist Verlass. Hey, ist alles in Ordnung? Keine Ahnung, wie ich das manipulieren könnte. Deswegen lasse ich es jetzt einfach. Ermorde den KVA-Offizier. Okay, das wird auch zu schwer. Der ist stark bewacht. Ja, ja, ja. Ich bin hier direkt in diesen Dings reingelaufen fast. So, zack. 45%. Hier ist irgendwo ein Radio. Das ist immer großartig aus. Ich finde, was ist dein verdammtes Problem? Hier kommt man hoch, irgendwo. Aber wie? Hier kommt man hoch. Das hängt dann netterweise da immer so. Zack, 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 hoch, hoch, hoch. Und jump. Und jump. Kann ich
Kann ich hier irgendwas ausbauen? Nein. Okay, vielleicht hätte ich hier doch nicht reingemusst. Hat man da nicht nochmal immer Sachen bekommen? Egal. Oh, das war knapp. Aber hier ist das Radio irgendwo. Okay. Wieder mehr Prozent. Und ein paar Wertsachen habe ich auch noch bekommen. Das ist doch alles Tutti. Ist wieder irgend so ein Ding, was man manipulieren kann. Und zack, 49%. Okay, da hoch soll ich. Aber wie? Ich muss mir das Ding erstmal angucken. Natürlich auch von der Seite. Dort hinein und hacke das KVA-Netzwerk. Ich kann Ihr Signal nutzen, um herauszufinden, wie wir am besten mit unserem Goliath kommunizieren, sobald der Einsatz bereit ist. Muss ich jetzt echt hier rüber jumpen? Oder habe ich irgendwas übersehen? Der ist weiter oben auf jeden Fall. Hier kommt man nicht durch. War irgendwo hier. Hier. Wie soll man den Jump packen? Muss man den überhaupt packen? Kann man vielleicht andersrum? Andersrum ist keine Möglichkeit. Was? So leider auch nicht! Oh fuck. Hier war irgendwo ein Bettler, dem ich Geld geben konnte. Oh Gott, danke. Machst du was? Gibt es auch wieder irgendwas? Willst du high werden? Nein. Gibt scheinbar nichts. Oh, ja, ja. Klettern wir hier wieder hoch. Ach, hier mussten wir ja gar nicht rein, hatten wir ja schon geklärt. Hier rein. Was bringt es, wenn man hier runter geht? Nichts. Hier ist der Ausgang mit den KVA-Offizieren. Kann ich ihn nirgendwo plündern, ne? Das gibt's doch gar nicht. Wie komme ich da jetzt über, Freunde? Der Jump ist eigentlich die einzige Möglichkeit, oder? Muss nochmal hier genau mich umgucken, ob hier noch irgendwas ist, aber sieht nicht so aus. Okay. Ich weiß jetzt momentan noch nicht, wie ich da reinkomme. Das werde ich dann in der nächsten Folge für euch herausfinden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut doch mal in meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao!